bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Freunde, wir wollten heute eigentlich ein richtig schönes Sommervideo machen. Naja, ist eher so ein irischer Sommer, wo der Regen schön senkrecht von oben nach unten fällt. Was wollen wir machen? Wir haben dafür gutes Fleisch da, und zwar haben wir hier Cuscino. Feines Stückchen. Und wir haben hier hinter mir im Hintergrund den Wegrill. Und die führen wir jetzt gleich mal beide zusammen. Ja, Cuscino vom Wegrill, was wird man dafür wohl brauchen? Ganz klar, wir brauchen Cuscino. Das ist dieses hier. Wenn ihr das bekommt, sieht das aus wie ungefähr wie dieses hier. Das ist ein Stück aus einem Schulterdeckelchen. Geht normalerweise in die Wurst, kann man aber hervorragend Steak draus machen. Ist Schweinefleisch. Wenn ihr das nicht bekommt, versucht das einfach mal in einer Art und Weise mit einem Nackensteak. Dann braucht man natürlich noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, den Wegrill an der Stelle oder ein Biefer oder was auch immer, was ihr für einen schönen Grill habt, der richtig Hitze, der richtig Kruste produziert. Und natürlich immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. So sehen die Jungs aus, wenn ihr die bekommt. Also seht, da ist eine richtige Silberhaut noch drauf. Und auf der Rückseite ganz genauso. Die muss man runter parieren. Das ist nicht schwer, einfach mit dem Messer runter, vorsichtig abziehen. Und dann haben wir so schöne Stücken, die jetzt aussehen wie hier. Also da sieht man, das ist eine schöne kleine Fettmarmorierung drin. Großartig. Dann haben wir hier drüben noch so eine schöne Fettader, die ist großartig, die wird uns schönen Geschmack geben. Und viel mehr braucht es eigentlich nicht. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist ein bisschen Salz. Bei Pfeffern tun wir die natürlich erst im Nachhinein bei 800 Grad, die dieser Wegrill von oben produziert. Ja, da wird uns das nicht schön. Wenn euch übrigens dieser Wegrill interessiert, dieses kleine Unboxing- und Aufbauvideo davon verlinke ich euch mal direkt unter dem Video hier. Da habe ich auch so ein kleines Fazit dazu. Äußere ich mich dazu, was mein Fazit dazu ist? Frau schüttelt mit dem Kopf und sagt, meh. Einfach anschauen. Gut. Und eigene Meinung bilden. Genau. Also das finde ich bei dem Grill übrigens total wichtig. Eigene Meinung bilden. Also ich bin auch kein Freund davon, immer irgendwas nachzuquatschen, was mir irgendjemand erzählt. Angucken, ausprobieren oder irgendwo anschauen und dann sagen, ob das was taugt oder nicht. Wiegel anschmeißen ist total einfach. Gas aufdrehen, Feuerzeug nehmen und zünden. Und dann macht der Wuff einmal. Dann hat man keine Finger mehr auf der, keine Haare mehr auf den Fingern. Und jetzt warten wir einfach mal 3-4 Minuten, bis die Platte richtig glüht. Jetzt haben wir hier unseren Rost. Da legen wir unsere Cuscinos direkt nebeneinander, schön mittig, weil die Brenner sitzen ja auch relativ weit mittig. Guck mal, sie so hier direkt nebeneinander. Und dann gehen die jetzt direkt auf den Grill. Und rein mit euch, Freunde. Ganz nach oben. Aber jetzt wird es langsam dusch da oben und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir die Jungs einmal wenden. Dazu ziehen wir die raus und dann ist auch schön, dass wir die Platte hier vorhaben. Wir können es praktisch umdrehen, ohne dass uns runterfallen kann. Aber der Tropfen ist unten nicht voll. Also jedenfalls nicht den Tisch voll oder den Fußboden. Und jetzt drehen wir die um und geben den oben gleich nochmal den nächsten Schub. Jetzt haben wir, haben sich schön Röster rumgebildet, dann passt ein Ticken so dunkel geworden an ein paar Stellen, siehst du das? Aber an sich sehr schön mit Brutzeln und Blubbern. Und jetzt drücken wir mal immer ruf und sagen, jo, der ist soweit wie er kommen konnte, der ist perfekt. Legen wir mal locker hier vorne ab und schnappen uns die Jungs, legen sie zur Seite und lassen sie immer ganz kurz nochmal ruhen, dass sich der Fleischstoff verteilen kann. Und dann werden wir die einfach mal kosten. Dann schnell nochmal an und gucken, ob das was geworden ist. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Also, guck mal hier. Also ist Jutiard, finde ich hervorragend. Mir war jetzt nicht bewusst, dass da so ein Sehnenstück in der Mitte drin ist. Aber den Weg jetzt kann ich euch sagen, ob das stört oder nicht. Und zwar, wie machen wir das? Durch Kosten, wa? Aber bevor ich koste, meine Frau hat ja gerade schon so liebreizend erwähnt. Pfeffern, weil das vergesse ich sehr, sehr gerne. Schnappe ich mir hier so einen Eumel. Und der geht von da rein. Hat sie gerade schon Zähne erwähnt? Also
Nee, das ist keine Sehne. Guck mal, das ist eher so gelatineartig, siehst du? Also das ist keine feste Sehne. Also einfach nochmal. Kann man nicht machen. Also geschmacklich jetzt Schweinefleisch, also hat jetzt keine Höhen oder so, wo du sagen musst, oh, da ist jetzt richtig was dabei, so wie jetzt bei der alten Wurzel oder so. Sondern ja, wie ein ganz seriöses Nackensteak. Nur ein Stückchen zarter. Erinnert mich sehr, sehr, sehr an Kachelfleisch. Obwohl die vielleicht sehr noch ein Ticken zarter ist. Wisst ihr was? Ich habe noch zwei davon da. Ich glaube, ich mache in den nächsten Tagen noch mal ein paar Burger voll. Guter Plan. Ja, also, geschmacklich, wie gesagt, jetzt kein Unterschied zum normalen Grill. Also, es ist schön drauf. Hat ein paar Röstaromen gezogen, schöner Fleischgeschmack. Kann man total machen. Also, ich würde jetzt nicht unterscheiden können, kommt das Ding von einem Holzkohlegrill, kommt das Ding von einem Gasgrill oder ist das jetzt von oben gefeuert worden. Das ist natürlich ein bisschen so, ja, seltsam für einen klassischen von unten Griller, das mal so zu machen. Aber auf alle Fälle mal ein Versuch wert. Würde mich freuen, wenn ihr Spaß an dem Video hattet oder vielleicht mit dem Daumen nach oben dokumentiert. Ansonsten freue ich mich über den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar und sage einfach bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut!